Und Nino Frank hat Literaturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Erfurt und an der Université de Picardie Jules Verne in Amiens in Frankreich studiert. Sie hat in Literaturwissenschaft promoviert und dann noch ein Masterstudium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin absolviert. Und seit März 2021 besteht das Netzwerk Tutorials in Bibliotheken, das sie gegründet hat. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe schon mehrfach Veranstaltungen da besucht und da immer was mitgenommen. Und sie wird uns jetzt etwas zu asynchronen Schulungsmitteln erzählen. Herzlich willkommen. Wunderbar. Also mein Thema ist, dazu haben wir ein Video, Tutorials als asynchrone Schulungsmittel. Und ich fange an, erstmal zu einer kleinen Erklärung, was sind Tutorials überhaupt? Dann gehe ich über zu, wann lohnt sich ein Tutorial? Dann kommt, was brauche ich dafür? Welche Plattformen und Programme kann ich nutzen? Dann gibt es noch ein paar Tipps. Und zum am sechstens, oh, das muss ich umgekehrt, egal. Wie finden Nutzende Tutorials? Das ist mit Absicht zweideutig. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt Hilfe. Auch dazu werde ich etwas sagen und am Ende können Sie dann gerne Fragen stellen. Da würde ich mich sehr freuen. Also, was sind Tutorials? Wir alle kennen Tutorials. Tutorials sind meist kurze Erklärvideos zu speziellen Sachverhalten. Es gibt aber mittlerweile auch lange. Also es gibt Timo Huter von der UB Marburg, der macht sehr lange Tutorials, also die gerne auch mal eine Stunde, anderthalb lang sind und ist damit auch sehr erfolgreich. Und da kann er dann komplexere Sachverhalte erklären. Was darin gezeigt wird, in unserem Fall sind es natürlich Bibliotheken und was da Inhalte sind, sind Nutzung, also die Nutzung, wie man die Bibliothek nutzt und auch die Services, die so angeboten werden. Hier auf der Folie sehen Sie unterschiedliche Tutorial-Arten. Es sind also von der UB Bamberg links oben, es sind gefilmte Beiträge mit Einblendungen. Es gibt animierte Filme, zum Beispiel über My Simple Show von der UB Koblenz oder über ein anderes Programm von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Und es gibt dann noch eine dritte Variante, da werden Homepages vergleichsweise abgefilmt. Und dann wird da gezeigt, wie man gewisse Schritte dann nachvollzieht. Das nutzen wir zum Beispiel, um das Suchen in Katalogen zu erklären. Und deswegen hier ein Beispiel von uns aus unserem Tutorial. So. Wann lohnt sich ein Tutorial? Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum sich ein Tutorial lohnen könnte. Ich habe den Eindruck, dass im Zuge der Corona-Krise Tutorials einen Aufwind erlebt haben. Da wird gegrinst, ja. Und das war bei uns nicht anders. Also wir haben auch erst mit Corona angefangen, tatsächlich professionell in Anführungszeichen Tutorials zu machen. Und das hat den Vorteil einerseits, dass wir Schulungen vor Ort nicht mehr anbieten konnten. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen der Informationsaufnahme. Also Videos senden visuelle und akustische Reize, die anders wahrgenommen werden als reiner Text. Hier könnte man eine philosophische und gesellschaftskritische Diskussion zum Thema neue Medien und so weiter anschließen. Das tue ich hier nicht, aber natürlich stößt es auf Kritik, dass zum Beispiel Homepage-Texte nicht mehr gründlich gelesen werden. Und dann die Fragen, also die Sachen nicht klar sind und dann die Fragen an den Auskünften gestellt werden. Tutorials lohnen sich, wenn Fragen immer wiederkehren. Also immer wieder, ja, wie funktioniert eigentlich Ihr Katalog oder wie ist das mit den Ausleihbedingungen? Wenn das die Fragen sind, die immer wieder kommen, dann lohnt sich ein Tutorial. Oder auch, wenn Prozesse sehr kleinteilig sind. Wir haben ein Tutorial, also im Zuge von Corona, wurde plötzlich klar, dass das VPN nicht für Mitarbeitende und Studierende reicht. Da wurde dann ein Studi-VPN eingerichtet und das einzustellen ist sehr kleinteilig und sehr komplex und das erschließt sich überhaupt nicht intuitiv.
Und deswegen haben wir dazu ein Video erstellt. Tutorials lohnen sich auch, wenn man Dinge übersetzen möchte. Also wenn man zum Beispiel Untertitel einblenden möchte, dann lohnen sich auch Tutorials, weil dann, wenn man viele internationale Studierende hat und dann Fragen an der Auskunft in verschiedenen Sprachen kommen, dann kann man immer auf das Video verweisen, wenn die Sprachkenntnisse der Auskunft oder der Ausleihe nicht ganz so gut ist. So kann man auch die wichtigsten Dinge erfahren. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit für Barrierefreiheit. Also weil unterschiedliche Sinnessysteme angesprochen werden können durch Videos. Und was bei Videos auch der Vorteil ist, man kann die Abspielgeschwindigkeit oder auch die, also man kann die Abspielgeschwindigkeit einstellen, zumindest bei YouTube. Und auch die Wiederholbarkeit. Also wenn ich was noch nicht so richtig verstanden habe oder gewisse Schritte dann doch nochmal nachvollziehen möchte, kann ich im Video zurückspulen. Und an der Auskunft dauert dann so eine Frage entweder sehr lange oder sie wird einfach nicht gestellt. Und dann ist das doch nicht richtig verstanden. Und das fällt halt bei einem Tutorial weg. Ein Tutorial lohnt sich nicht, wenn sich Regeln und Bedingungen immer wieder ändern. Denn die Überarbeitung dauert. Also so ein Tutorial zu erstellen, das macht man nicht mal eben so nebenbei. Das frisst auch ganz schön Zeit. Und das heißt, wenn sich Bedingungen immer wieder ändern, dann würde ich die Finger davon lassen. So, jetzt kommen wir schon zu Punkt 3. Was brauche ich dafür? Also das sind die vier Punkte, die ich am wichtigsten finde. Und die sind auch nach Priorität geordnet. Also für mich steht ganz oben das Interesse. Weil das für mich das wichtigste Kriterium ist, weil es eben so aufwendig ist, diese Videos zu erstellen. Interesse dabei nicht nur an Konzepten, sondern auch Lust darauf, das umzusetzen und daran zu basteln. Lösungen zu suchen. Es ist ganz wichtig, dass man eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt, wenn man dann die Dinge aufeinander abstimmen muss, also den Ton und das Bild. Das ist manchmal sehr fummelig. Darauf gehe ich später nochmal ein. Oder auch wenn Konzepte nicht so ganz aufgehen oder die Dinge nicht so starr dargestellt werden können, wie man sich das so gedacht hat. Da ist Frustrationstoleranz ganz wichtig. Der nächste Punkt ist Personal. Also man braucht mindestens eine Person, die das kontinuierlich betreut. Bei uns im Team, also wir sind zu dritt, die Tutorials erstellen. Und das ist, darauf gehe ich später nochmal ein, auch ganz, ganz wichtig und richtig so. Themen, der dritte Punkt, Themen findet man prinzipiell überall. Also an der Auskunft, bei Kontakten, wenn Fragen immer wiederkehren, wenn man Gespräche mit Nutzenden und auch mit Kolleginnen führt, wenn da irgendwelche Dinge unklar sind. Aber auch, was natürlich die andere Seite ist, wenn Sie Dinge oder Services bekannter machen wollen, dann ist das auch eine gute Werbeplattform. Also den Service einzuführen und auch direkt zu erklären. So, der letzte Punkt, technische Ausstattung. Dafür reicht, also um Tutorials zu erstellen, reicht normalerweise ein normaler Laptop oder ein normaler PC. Was ich aber empfehlen würde, ist, dass Sie nicht Ihr Headset-Mikrofon nutzen, weil die dafür nicht ausgestattet sind. Also gerade bei Nebengeräuschen und beim Atmen oder bei den Explosivlauten wie PTK zum Beispiel, da lohnt sich die Investition in ein gutes Mikrofon mit Plopschutz. Wir nutzen dieses hier. Das ist das Rode NT-USB Mini. Das hat sehr viele praktische Funktionen, ist auch relativ intuitiv nutzbar. Das heißt, das muss man über den USB-Stick nur an den Computer anschließen und dann funktioniert das. Es ist ein Tischmikrofon und es kostet unter 100 Euro. Und die Qualität, die man dadurch hat, ist wirklich sehr gut. Dann ein Hinweis bei Tonaufnahmen. Viele Räume hallen, also auch unsere Büros sind im Normalfall nicht so zugestellt, dass der Schall geschluckt wird. Deswegen, also es gibt eine Low-Budget-Variante, die ich gerne mal einblende. Das ist ein Post von Markus, also nicht Mario Barth, sondern Markus Barth. Das ist auch ein Comedian.
Und das ist so sein Tonstudio, wo er während der Corona-Pandemie seine Podcasts aufgenommen hat. Das reicht schon. Also ein normaler Wäscheständer mit dicken Decken drumherum, das schluckt den Schall auch sehr gut. Ein weiterer Tipp ist, es ist besser, die Tonspur in einem Rutsch aufzunehmen, weil die Stimme jedes Mal ein klein wenig anders klingt. Also wenn Sie sich geärgert haben, wenn Sie ein bisschen erschöpfter sind, weil die Nacht nicht so gut war und so weiter, das hört man an der Stimme. Also auch deutlicher, als man das so glaubt, und die Stimme klingt jeden Tag ein bisschen anders und das hört man diesen Aufnahmen an. Also relativ deutlich sogar. Das ist so eine Sache, die mich überrascht hat, dass man das so raushört. So, dann, welche Plattformen und Programme kann ich nutzen? Also ich habe ja zu Beginn 3 Varianten eingeführt. Ich werde hier nur zu 2 sprechen, weil wir in der UB Hildesheim keine Videoaufnahmen machen. Also wir nutzen Animationen und wir nutzen Screencasts, aber wir haben noch niemanden hier gefilmt und das online gestellt. Ich weiß, dass das andere Bibliotheken anders machen. Da können Sie sich auch inspirieren lassen, aber wir machen das so. Animationen sind bewegte Bilder, das ist, glaube ich, bekannt. Und in Bezug auf Tutorials heißt das, dass sich Figuren oder Gegenstände bewegen. Die Programme oder Plattformen, die man dafür nutzen kann, unter anderem, das ist nur eine Auswahl, ist Powtoon, das nutzen wir. Und auch My Simple Show, das ist das Beispiel zu Beginn. Das ist relativ bekannt, das sind die Hände, die Dinger ins Bild schieben und dann auch wieder rausschieben. Das ist das Bekannteste, glaube ich, davon. Screencast heißt, dass Bildschirmoberflächen, also zum Beispiel von Websites, angefilmt werden. Beispiele dafür sind Camtasia, das nutzen wir. Es gibt aber auch OBS, das ist eine Open-Source-Software, die sich frei nutzen lässt. Es gibt Screencast-O-Matic und es gibt Active Presenter. Die sind in unterschiedlichen Stadien kostenpflichtig oder kostenlos, beziehungsweise gibt es auch unterschiedliche Lizenzmodelle. Da muss man dann gucken, was man braucht und welche Funktionen man haben möchte. Es gibt auch Edu-Lizenzen, die sind meistens günstiger. Das muss man dann bestätigen lassen, dass man wirklich als Bibliothek auch so eine Edu-Lizenz haben kann. Das heißt aber auch, dass das entsprechende Logo von der Firma, von der Plattform eingeblendet wird, also entweder zu Beginn oder zu Ende. Oder ein Logo erscheint immer meistens am rechten unteren Bildrand. Und das ist dann Platz, den man dann für das Tutorial dann nicht mehr hat. Die meisten kostenpflichtigen Programme oder Plattformen lassen sich einen Monat lang testen. Und das würde ich auch empfehlen, weil Sie dann schauen können, welche Möglichkeiten sie bieten und ob das für Ihre Bibliothek ausreicht. Die Lizenzen können oft monatlich erworben werden, aber es lohnt sich schon aufgrund der Einarbeitungsdauer, eine Jahreslizenz zu kaufen. Die sind dann oft auch günstiger. Also bei Powtoon kriegt man dann Rabatt, wenn man eine Jahreslizenz kauft. Dann ist das monatlich günstiger. Wichtig ist auch, kritisch zu prüfen, wie umfangreich die eigenen Tutorial-Vorhaben sind. Also die meisten Lizenzen sind tatsächlich kostenintensiv und lohnen sich nur, wenn man sie auch nutzt bzw. ausnutzt. Also wenn man eine Lizenz kauft und die dann einfach nur da ist, aber nicht genutzt wird, dann dafür sind sie einfach zu teuer. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man schaut, ob es genug Personen im Team gibt, die sich nicht nur dafür interessieren, sondern auch tatsächlich die Zeit haben. Also gerade zu Beginn dauert die Erstellung sehr lange, bis man sich in so ein Programm eingearbeitet hat. Das dauert. Also so My Simple Show ist relativ einfach. Die haben auch nur einen geringeren Umfang, was man damit machen kann. Aber Powtoon, also ich habe mich in Powtoon eingearbeitet, das dauert. Also bis man da alles rausgekriegt hat und so eine gewisse Übung drin hat, das dauert ein wenig Zeit. Ich werde im Folgenden nun auf 2 Programme genauer eingehen. Das habe ich auch schon erwähnt. Also ich werde etwas zu Powtoon erzählen und ich werde was zu Camtasia erzählen. Wenn Sie Hilfestellung zu den anderen Programmen brauchen, die gibt es auch, nicht an dieser Stelle, aber an anderer Stelle, und das erzähle ich Ihnen später, beziehungsweise Frau Hertha oder Dagmar hat das schon erzählt, über unser Netzwerk-Tutorials in Bibliotheken. So, also kommen wir erst zu Powtoon.
Powtoon ist eine Plattform, auf der sich Animationen erstellen lassen. Das Besondere an ihr ist, dass sie cloudbasiert ist. Das heißt, man kann sich von überall aus, also man hat ein Konto, man kann sich dann von überall aus einloggen und die Tutorials bearbeiten. Also das ist gerade praktisch, wenn man zu Hause einen anderen Computer nutzt, im Homeoffice als auf der Arbeit. Powtoon als Name ist eine Zusammenfügung aus PowerPoint und Cartoon. Und sie nutzen, also da gibt es, glaube ich, keine Zusammenarbeit zwischen PowerPoint und Cartoon, aber die Funktionsweise ist ähnlich. Also man kann die Objekte entsprechend animieren. Und auch, also da gibt es Entwürfe und vorbereitete Dinge und die kann man dann aber auch für seine Bedürfnisse abändern. Also so in Bewegung und Farbe und Schriftart. Das geht ganz gut. Also Sie sehen das, was Sie da als Beispiel sehen von uns. Das habe ich auf unsere Corporate Identity, also beziehungsweise auf unser Corporate Design eingeordnet und daraufhin abgestimmt. Das Beispiel, das Sie hier sehen, ist aus unserer Reihe Bibliotheks-ABC. Und da erklären wir jeweils kurz, wie bestimmte Dinge bei uns funktionieren. Also so sieht das dann im Programm aus, wenn Sie die Tutorials erstellen. Auf der linken Seite sehen Sie die einzelnen Abschnitte, also die einzelnen Folien, die einzelnen Kapitel des Videos. In der Mitte ist das große Bild, das zeigt das, woran Sie gerade arbeiten. Und unten sehen Sie die Zeitleiste, wo Sie dann die einzelnen Bestandteile des Videos bearbeiten können. Und da können Sie die dann auch hin und her schieben. Das geht relativ intuitiv, ist aber tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, sehr kleinteilig und sehr fummelig. Also gerade wenn Sie Ton und Bild aufeinander abstimmen sollen und wenn etwas reinfährt und so weiter, das kann auch ganz schön Zeit fressen. Nach der Erstellung können Sie die Videos auf YouTube hochladen oder, und das geht tatsächlich nur mit einer teureren Lizenz, als MP4 herunterladen. Das ist dann interessant, wenn Sie keinen YouTube-Kanal haben oder die Videos noch anderweitig bereitstellen wollen. Und noch ein Wort zu den Lizenzmodellen von Powtoon. Es gibt unterschiedliche und das bedeutet, dass die Verwendung von Materialien auch gestaffelt ist. Also zwischen Pro und Pro Plus ist nicht nur preislich ein Unterschied, sondern auch der Umfang der Grafiken und der Animationen, die genutzt werden können. Das nächste Beispiel ist Camtasia. Camtasia stammt von TechSmith. Und hier ist es so, dass eine Software auf den Computer geladen werden muss. Also dafür gibt es dann eine Lizenz. Wenn Sie damit arbeiten wollen, müssen Sie also wissen, auf welchem Computer Sie das bearbeiten wollen. Und das geht dann tatsächlich auch nur auf diesem Computer. Camtasia ist eine Screencast-Software und arbeitet gut mit PowerPoint zusammen, so dass auf diese Weise auch Animationen entstehen können. Die sind dann aber auch nicht ganz so verspielt wie hier bei Powtoon. Der Vorteil von Camtasia ist, dass nicht nur Screencasts aufgenommen werden können, sondern Sie können auch MP3 und MP4-Dateien hineinladen. Also das Tutorial, das Sie vorhin gesehen haben, wir machen den Ton meistens in Camtasia, weil sich da einfach, da kann man den Ton besser bearbeiten, also die Sprachspur. Das funktioniert da besser, da kann man dann Sachen noch rausschneiden und das geht bei Powtoon nicht. Und das ist sehr praktisch. Genau, also links sehen Sie dann die Einstellungen, auch das Video, das ich heruntergeladen habe oder hineingeladen habe. Hier, da sehen Sie dann, was passiert. Da sehen Sie auch schon Untertitel. Und unten ist dann sozusagen, das sind die verschiedenen Spuren, die sind dann auch getrennt und lassen sich dann entsprechend auch getrennt bearbeiten. Das ist sehr praktisch und Sie sehen, also es gibt drei Spuren, also man kann die Spurenzahl, glaube ich, relativ hochstellen, je nachdem, wie wir das brauchen. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Untertiteln, also mit deutsch- und mit englischsprachigen Titeln. Und die kann man da entsprechend dann einarbeiten. Und dann sieht man halt im Film, also im Video, wo man da den Cut setzen muss. Das sind hier nur ein paar Beispiele. Also ich kann, wenn ich Camtasia erklären wollen würde, bräuchten wir noch einen weiteren Workshop.
weil das einfach, das Programm bietet einfach so viel und ist so umfangreich. Das zeigt sich auch in den Kosten, also die Lizenzen sind relativ teuer, aber man bekommt eben dafür auch sehr viel, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Der Vorteil bei TechSmith ist auch, dass es zu den einzelnen Funktionen sehr gute Tutorials gibt. So, jetzt haben Sie nun ein Tutorial erstellt. So im Schweiß Ihres Angesichts, Sie haben ein paar Nerven verloren, weil das nicht so ganz hingehauen hat. Und wie geht es denn jetzt weiter? So, wie finden Nutzende Tutorials? Da gibt es, also das habe ich mit Absicht zweideutig formuliert, weil es ja einerseits um Kanäle gehen soll, aber auch um Feedback. Wünschenswert ist natürlich, dass die Tutorials gut gefunden werden und auch für gut befunden werden, um mal das Wortspiel aufzugreifen. Bei uns ist es so, wir haben 2 Kanäle, auf denen unsere Videos angesehen werden können. Ich zeige Ihnen das mal. Wir haben damit angefangen, dass wir unsere Tutorials zunächst auf unsere Homepage gestellt haben. Das sah dann so aus. Sie sehen das hoffentlich, Sie sehen die Seite. Sehr schön. Sie sehen, also bei uns auf der Homepage ist es so, dass wir dann das Video hochladen und dann nochmal ein Video hochladen mit deutschen Untertiteln und dann noch ein Video mit englischen Untertiteln. Sonst lässt sich das hier nicht gut darstellen. Und Sie sehen auch, das wird mit der Zeit einfach sehr unübersichtlich. Bis sich da jemand durchgelesen hat, das schreckt dann leider auch ab. So. Und zwar, unsere Lösung war dann, dass wir einen YouTube-Kanal erstellt haben. Und zwar hier, das ist unser YouTube-Kanal, der einfach mehrere Vorteile hat. Also es ist übersichtlicher, vor allem wenn wir dann noch mehr erstellen. Es ist barrierefreier, weil wir, sehen Sie noch das? Nein? Es ist barrierefreier. Durch die Untertitel, die kann man im Video dann direkt dazu schalten oder eben auch nicht. Und wir müssen da nur ein Video hochladen. Wir können das besser einbetten. Also wir haben einen Blog, das zeige ich Ihnen mal. Da gibt es dann unsere Neuigkeiten. Und das funktioniert über WordPress und da kann man die einbetten, das Video an sich. Das heißt, wir müssen nicht darauf verlinken und man kann das da auch dann direkt abspielen. Da ist die Nutzung viel komfortabler. Das erspart einen Klick und das wird dann entsprechend auch genutzt. Der Vorteil von einem YouTube-Kanal ist auch, dass wir eine Nutzungsstatistik erhalten. Bei uns auf der Homepage zum Beispiel ist es so, ich sehe, wie viele Leute auf diese Übersichtsseite gehen, die ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe, aber ich sehe nicht, welche Videos wie oft angeguckt werden. Und da hilft uns YouTube Analytics. Kann ich Ihnen kurz zeigen, wie das aussieht. Hier geht man dann unter Videos verwalten. Und da sieht man dann immer so Übersichten, wenn das geladen hat. Hier Analytics. Und da kann man sich dann angucken, wie oft die Videos geguckt werden. Wir können mal da reingehen, wie die angeschaut werden. Also auch wie lange die angeschaut werden und wie lange die, also ob, wie viele Leute die tatsächlich auch bis zu Ende gucken. Und bei solchen Knicks kann man dann gucken, was an der Stelle ist, also was die Leute rausbringt und dann die Videos entsprechend nochmal überarbeiten. So. Wir haben dann, also der Vorteil an YouTube ist auch, dass man den Kanal abonnieren kann. Wir haben bei uns auf der Homepage auch nochmal Videos.
so eingebettet, das liegt, beziehungsweise hier wird das dann auf YouTube verlinkt und hier ist nochmal diese Übersichtsseite. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich Ihnen zeigen wollte. Genau, die kann man abonnieren. Wir haben die Tutorials bei uns auf der Homepage auch an verschiedenen Stellen verlinkt. Also zum Beispiel, wir haben einen Scan-Dienst, der wurde im Rahmen von Corona ausgeweitet, also dass den Studierende auch nutzen können. Da haben wir natürlich eine FAQ geschrieben, aber auch, wenn man auf die FAQ sieht man hier an der Seite die Tutorials, die dafür in Frage kommen. Also diese Vernetzung der verschiedenen Kanäle, Informationskanäle ist ganz wichtig. So zum Beispiel, also wenn wir ein neues Tutorial haben, dann stellen wir das auf YouTube ein und auf der Homepage und bewerben das dann über den Blog, über die Webseite und auch über unseren Facebook-Account. Wichtig ist auch, das intern zu streuen, gerade an die Auskunftsdienste. Man erwartet immer, dass die Kolleginnen und Kollegen schon wissen, was man so macht. Das ist oft nicht so. Also es ist besser, das nochmal zentral dazu sagen und dass das dann auch an die Nutzenden weitergegeben werden kann. Was ein großes Problem ist, ist Feedback, also direktes Feedback zu den Videos. Das passiert eigentlich nicht. Also wir haben keine Kommentare auf keinen unserer Kanälen bisher gekriegt, also weder im Blog noch bei Facebook noch in YouTube. Und deswegen haben wir die Nutzungsstatistiken und das hilft ja dann auch schon mal weiter. Da wir intern nicht nur Befürworter und Befürworterinnen von YouTube haben, haben wir die Videos weiterhin bei uns auch auf der Homepage. Und es sieht dann so aus. Wieder zurück. So dass wir darauf hinweisen, hier auf der Videotutorial-Seite, dass die über YouTube-Kanal dann hier angeschaut werden. Und wenn man das nicht möchte, kann man hier auf diese Seite gehen und das dann über den Homepage-internen Player gucken. Das ist bei uns auch ein Versuch oder ein Test, um zu gucken, wie viele YouTube-Verweigerer es tatsächlich gibt. Also man kann und soll YouTube kritisch sehen, aber der Vorteil ist, dass wir dadurch mehr Leute erreichen. Und meiner Meinung ist nicht nur die Erstellung sehr wichtig, sondern auch die Bewerbung, die Einbettung. Weil sonst, also es gibt immer noch Nutzende, die das nicht wissen und die man darauf aufmerksam muss. Und wenn man die Kanäle miteinander vernetzt, dann funktioniert das besser. Weil es ist schade, ein Tutorial zu erstellen, das nicht gut wird. So, zurück zur Präsentation. Gut, Tipps. Ich habe, also bevor Sie nun alle starten und Tutorials erstellen, würde ich Ihnen gerne noch 3 Tipps mitgeben. Bevor Sie veröffentlichen, lassen Sie noch mal jemanden Korrektur schauen. Es gibt Fehler, die man einfach nicht mehr sieht. Wenn man in dem Prozess so drin ist, dann gibt es so manchmal so ganz eindeutige Sachen. Also zum Beispiel bei Einblendung, da fehlt ein Buchstabe oder da ist ein Buchstabe zu viel. Oder wenn es an irgendwelchen Stellen hakt, das sieht man nicht mehr. Also es gilt für Texte, aber auch für Tutorials. Diese Person sollte nicht in den Entstehungsprozess involviert sein. Und es wäre natürlich gut, wenn sie Fachkenntnis besitzt. Also wenn sie was zum Thema Ausleihe machen, dass sie jemanden von der Ausleihe dann dazuziehen und sagen, schau mal kritisch drauf, funktioniert das so, stimmen die einzelnen Fakten. Manchmal ist es auch so, dass man so eine Vision im Kopf hat, aber die können andere nicht nachvollziehen. Das spreche ich aus Erfahrung, das ist mir auch schon mal passiert. Und es ist schade, wenn man ein Video erstellt und andere verstehen das nicht. Und der zweite Tipp ist, das ist so ein bisschen das Gegenteil, aber der ist genauso wichtig, dass die Gefahr, wenn man an Tutorials arbeitet und gerade an Tonaufnahmen ist, dass man sich in diesen Details verliert. Dass man so einen Satz aufnimmt
und dann merkt so, nee, da hakt es an der einen Stelle und bei der nächsten Aufnahme hakt es an der anderen Stelle und dann ist da irgendwas nicht in Ordnung und dann kann man schon mal wirklich Stunden an so einer einzelnen Aufnahme verbringen und das ist nicht Sinn und Zweck. Also Nutzen und Aufwand müssen wirklich in einem guten Verhältnis stehen und meistens fallen gerade diese ganz kleinen Sachen niemandem auf, außer einem selbst. Das Mantra dazu ist, das kam auch beim letzten Treffen des Netzwerks, das fand ich total gut, das möchte ich hier gerne weitergeben. Wir sind Bibliothekarinnen, Bibliothekare und keine professionellen Erstellerinnen von Videos. Also ich denke, die meisten von uns werden nicht eine Zweitkarriere als YouTuber planen. Deswegen gut genug reicht völlig. Der dritte Tipp, und darauf ist Dagmar auch schon eingegangen, wenn Sie Hilfe brauchen oder wenn ihr Hilfe braucht, es gibt das Netzwerk Tutorials in Bibliotheken, das haben wir im März gegründet. Wir haben regelmäßige Treffen, also wir treffen uns prinzipiell einmal im Monat. Meistens ist es der erste Mittwoch im Monat. Wir haben Kolleginnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir hatten auch schon mal eine Teilnehmerin aus Schweden dabei. Das freut mich dann ganz besonders. Und wir haben ganz unterschiedliche Bibliotheken in unserem Netzwerk. Also wir haben öffentliche Bibliotheken, wir haben One-Person-Libraries, wir haben Schulbibliotheken und kleine und große Universitätsbibliotheken. Also dieses Netzwerk ist wirklich ganz groß und es dient dazu, dass wir uns gegenseitig helfen. Weil bei uns war es so, wir haben angefangen, Tutorials zu erstellen und den YouTube-Kanal zu erstellen und hatten da jede Menge Fragen und da wäre es gut gewesen, jemanden fragen zu können. Und da kann man sich stellen. Also für die Fragen so zwischendrin haben wir dann einen Discord-Kanal und wir sichern unser Wissen und in einem Wiki und das ist auch für alle zugänglich, wenn Sie daran interessiert sind. Wir haben mittlerweile eine Startseite im Informationskompetenznetzwerk. Da finden Sie alle wichtigen Links. So sieht das aus. Also auf der Seite Informationskompetenz finden Sie uns auch, also dann in der IK-Praxis, da ist ein Link zum Netzwerk, da finden Sie die Links zu unserem Meetingraum, zu unserem Discord-Kanal und zu unserem Wiki. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.